Tja, da stehen wir nun im zukünftigen Bad. Und damit willkommen zu einem neuen Projektabschnitt hier. Projektabschnitt Bad. Und ich würde mal sagen, die von euch, die aufmerksam zugeguckt haben, die wissen, dass eigentlich das Bad ein Stock höher hätte sein sollen. Das Bad hätte da oben hin sollen und hier unten, ihr seht das ja hier, da ist die Toilette, die schon seit Anfang an drin war. Na, ihr wisst das ja, wenn wir anfangen kann, haben wir hier diese Wasserleitung hier reingelegt, ne, und haben hier die Toilette gangbar gemacht und halt, ne, da ist das neue Wasser, was ich quasi reingelegt habe, das ging dann hier in das alte Wasser rein. Folge 1 und 2 war das. Und ja, da stehen wir nun wieder und da soll jetzt tatsächlich ein Bad rein. Grund oder warum? Warum soll hier ein Bad rein? Dann fangen wir mal von vorne bis von hinten an und ich komme mal gleich ein bisschen näher an die Kamera. So, was so machen. Gründe gibt es ein paar. Und zwar das hier oben. Das ist direkt über der Kamera jetzt quasi der Raum. Und zwar geht das nicht, ist das nicht so groß wie der Raum hier, sondern es geht ungefähr bis hier, der Raum oben. Also wo ich jetzt ungefähr stehe. Und es ist auch ab hier ungefähr. Ne? Also hier ist noch der Bühnenaufgang und dann ab hier ist der Raum. Also ist es ein kleineres Quadrat oben. Und das soll ja das zukünftige Bad werden. Und das ist auch nach wie vor, ich muss auch, wenn ich hier auf dem Boden nicht durchkrache, ist nach wie vor auch der Plan, da kommt auch ein Badezimmer rein. Allerdings habe ich ein Problem. Und zwar, in dieser Ecke, die ihr jetzt nicht sehen könnt, ich mache meine Kamera mal hoch, ist aus dem Weg. In dieser Ecke, gucken wir mal dahin, in diese Ecke, da sehen wir jetzt nichts, ne? Hier ist ja eine Wand, aber da hinten, hinter dieser dicken Wand, die hier da ist, auf der anderen Seite ist die Scheune. Und ja, hinter dieser Ecke, in dieser Ecke ist ein Fachwerkbalken, der quasi der Eckbalken ist zwischen dem Stallteil und dem Scheunenteil. Und der ist sehr marode. Ne? Da ist ein Dachplattenschaden gewesen, über viele, viele Jahre vermutlich. Ich habe den mittlerweile repariert, war eins von den ersten Dingen, die ich repariert habe. Aber über viele Jahre ist da Wasser reingelaufen, das ist ein richtig dicker Eichenbalken, so dick. Und ungefähr die Hälfte von innen ist weggegammelt. Von außen sieht er okay aus, aber ungefähr die Hälfte von innen ist richtig weggegammelt. Kann man mit dem Hammer reinhauen oder mit Schraubenzieher durchstechen bis in die Mitte. Und in diesen Balken, ne, das Problem an sich ist nicht, dass dieser Balken nicht mehr trägt. Weil der ist ja so wahnsinnig dick, der trägt trotzdem noch. Das Problem ist, dass da seitlich Fachwerkbalken reingehen, die quasi diese Wand hier bilden. Also von dieser Wand hier, was die Variante drüber quasi. Da gehen Balken rein. Und die halten natürlich nicht mehr, weil die gehen ja nur ungefähr so weit, so tief in den Balken rein. Also genau in das gemoderte Teil. Das heißt, das ist alles ziemlich instabil. Es hält, es fällt nicht auseinander. Aber ich kann jetzt da schlecht ein Bad davor bauen, ohne dass ich die Balken austausche. Weil zuerst muss man die Wand machen, bevor man die Wand verputzt. Ist ja logisch. Und ja, am Anfang dachte ich, das mache ich dann halt. Ne, das Badprojekt oben werden dann halt die Balken ausgetauscht. Aber durch all die Entwicklungen jetzt und die Verzögerung und so weiter, habe ich mir da jetzt nochmal ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, eigentlich macht das nicht so viel Sinn, da oben ist die Balken auszutauschen. Erstmal muss ich dann gute Balken finden. Ich habe ja gehofft, dass ich irgendwie gebrauchbare finden kann oder zum Verschenken oder sowas. Habe ich nichts gefunden bisher. Und dann hat sich jetzt auch durch die Situation und so weiter ein bisschen schwierig gestaltet. Ansonsten habe ich gedacht, dann muss man halt neue Balken kaufen, vielleicht direkt im Sägewerk und so. Aber das ist alles ein bisschen umständlich. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, wenn ich da oben anfange, das nächste Problem ist, dann muss ich eine Decke einziehen. Da ist keine richtige Decke, muss ich eine Decke einziehen. Ich habe mir gedacht, ich mache die Decke, mache eine Holzdielendecke und mache dann oben auf die Holzdielendecke drauf, kommt dann eine Schicht Steine, ne, als Abschutz quasi und Isolierung und so weiter. Wird dann, ne, quasi vermauert von oben. Und ja, da muss ich genug Steine besorgen, Holzdecke und. Also es ist ein großer Aufwand, da oben ein Bad reinzumachen. Und aus diesem Grund machen wir jetzt hier unten im Bad rein. Da hier hinten, in diesem Bereich, wo ich jetzt hier wieder stehe, da kommt das Bad hin, da wo jetzt eh schon die Toilette ist. Ursprünglich habe ich gedacht, es bleibt einfach die Toilette. Ich mache hier so ein kleines Räumchen drumherum, ne, dass das hier quasi ein Toilettenräumchen wird mit Waschbecken und dass es quasi hier so die Gästetoilette sozusagen ist, dass man nicht durchs halbe Haus muss, wenn man mal einen Gast da hat. Und vor allem auch, wenn man von draußen reinkommt, ne, da ist ja hier, da ist die Haustür, da ist die Stalltür hinter euch. Wenn man von draußen reinkommt, dass man mit dreckigen Schuhen eben auf Klo gehen kann oder Hände waschen und so und dann nicht durchs halbe Haus muss damit. So war ursprünglich der Plan. Und ja, jetzt ist der Plan halt ein bisschen erweitert. Jetzt kommt hier definitiv noch eine Dusche mit rein und dann wird das hier das Badezimmer. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz, was ich hier ungefähr vorhabe. Dazu machen wir jetzt hier nochmal so ein bisschen nach unten, dass ihr den Boden sehen könnt. So, und zwar habe ich jetzt so ein paar Steinchen liegen. Hier in diesem Bereich, 1, 2, 3, 4. So, könnt ihr da sehen? Könnt ihr gerade so sehen aus dem Winkel. Da hier, so kommt die Duschwanne hin. Ja, hier so in diesem Bereich, wo ich jetzt stehe. Ich stehe jetzt quasi in der Dusche drin. So, dann kommt hier an die Wand, so schräg nach vorne. Und hier kommt auch eine Wand hin, da wo jetzt der Balken liegt. Da kommt eine Wand hin und die geht dann quasi hier so schräg da drauf zu. Ne?
Leg dir nochmal so ein Stein hin. So. So kommt die Wand hin. Und dann bin ich hier der Wand. Und das ist dann quasi der Badraum. Und ja, hier ist die Toilette. Hier kommt das Waschbecken hin. Manche von euch können sich erinnern, dass hier ein Futterdruck war. Den wollte ich eigentlich erhalten, weil das hier ist ja der ehemalige Stall. Und ja, ich dachte mir einfach, das Stallgefühl, das kann man hier ruhig belassen. Und ja, Problem ist aber, dass das einfach räumlich nicht gepasst hätte mit dem Waschbecken und Dusche und so weiter hier rein. Dann hätte ich weitaus mehr als die Hälfte von diesem gesamten Raum, hier oben ist ja so ein Metallteil, habt ihr schon gesehen, weitaus die Hälfte von diesem Raum als Bad machen müssen, nur um dieses Teil zu erhalten, und jetzt haben wir es rausgetan. Ich wollte es nicht kleinhauen, das wäre wahnsinnig schade gewesen. Das war so ein schöner Futterdruck, Steinern von Hand behauen. Wir haben den jetzt im Ganzen rausgebracht. Ich habe leider auf Instagram habe ich Bilder gemacht. Habe ich leider nur mit dem Handy hochkant, Bilder aus Instagram. Vielleicht kann ich die hier im Anschluss kurz reinschneiden. Haben wir auf Rollen rausgerollt. Und jetzt ist es draußen und nutze ich da wohl als Blumenkübel. Und hier ist jetzt nochmal das Fundament von diesem Teil. Das sind solche Feldsteine oder Bruchsteine. Das kommt jetzt noch weg. Und dann kommt hier ein Bad rein. So, der Akku ist fast leer, deswegen muss ich mich beeilen. Mit der Hand hält, ne, wenn ich auf dem Stativ habe, kann ich es einstecken. Ich wollte euch noch ein paar Probleme zeigen, die wir hier im Bad haben. Zum einen haben wir hier diese Gewölbedecke, und ihr seht, ne, zum Beispiel hier, das ist ein ziemlich verrosteter Träger. Schlimmer aber ist, hier ist er gerissen. Und zwar ist hier direkt über diesem Träger an dieser Stelle ist eine Wand. Oben entlang. Das ist eine Wand, die oben trennt den Bühnenaufgang ab von dem Schlafzimmer. Und ja, hier ist der Träger gerissen. Das ist natürlich ganz schlecht. Und ja, erst habe ich gedacht, ich mache hier irgendwas drunter, schweiße hier irgendwas fest und so weiter. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist hier der Boden. Der ist ja hier so mit seinen Steinen gelegt. Und wenn ich hier stehe, bis zur Decke, bis zu diesem Träger hier sind ungefähr 1,90 Meter. Das heißt, ich habe hier nicht mal genug Deckenhöhe, um die Dusche hier aufzustellen. Ich habe eine Fertigdusche gekauft, weil eine Dusche hier, Duschwanne reinmachen, Wände verfließen und so weiter mit Wasserdichtigkeit, und das ist, nee, tue ich mir nicht an. Wir haben drüben auch eine Fertigdusche reingestellt, ist so viel einfacher. Und ja, ich habe eine Fertigdusche gekauft, 80x80 von der Größe und 1,95 Meter hoch. Das ist die kleinste, die ich finden konnte, kleinste Fertigdusche, die ich finden konnte für einen akzeptablen Preis. Die anderen sind alle 2,15 Meter, 2,20 Meter, ne, riesenhoch, hätte hier niemals reingepasst. Na, mit 1,95 Meter, die kriege ich hier irgendwie rein, muss ich halt am Boden ein ganz klein bisschen tiefer setzen an der Dusche oder so. Gucken wir noch dazu. Ja, zweites Problem ist eigentlich, ne, die Wände hier. Ihr könnt sehen hier die Backsteinwände, ne, da ist überall ziemlich der Putz aus den Fugen raus. Das andere Problem ist, dass die Wand teilweise ein bisschen feucht ist. Ne, gerade diese Wand hier, diese Wand ist ja die, wo auch von außen, ne, vom Flur der Putz nicht richtig trocknen wollte. Und das dritte Problem ist der Boden. Wenn man hier guckt, der geht den Berg runter. Und wenn man hier mal reinguckt, unter den Platten, unter den Steinen ist eine Schicht Kies. Und dann kommt so ein Bruchstein-Stallboden. Und ich vermute mal, das geht hier so hoch, weil der Bruchstein-Stallboden geht genauso hoch. Und ja, wie mache ich jetzt hier den Boden hin? Das ist das große Problem, weil, na, das kann so, kann ja nicht unbedingt gut. Ich könnte das so lassen, ist immerhin ideal, wenn man mit Dreckschuh rauskommt, aber ist für ein Bad doch ein bisschen, ja, wenn es das Hauptbad vom Haus ist, erstmal nicht so schön. Es soll ein anderer Boden rein. Du könntest zum Beispiel einfach Fliesen draufkleben. Aber Problem ist, Feuchtigkeit. Es zieht die Feuchtigkeit hoch. Na, hier könnt ihr sehen, ist alles trocken. Aber wenn ich hier ein bisschen den Kies beiseite tue, dann seht ihr, da kommt feucht vor. Seht ihr das? Und die Steine hier sind von unten her auch feucht. Das heißt, das Wasser zieht durch die Steine langsam nach oben, aber kann dann oben auf diesen Stein verdampfen. So, da ist sie gewesen, die leere Batterie. Jetzt muss ich das versuchen so zu erklären. Also die Feuchtigkeit zieht durch die Steine hoch, und die Menge an Feuchtigkeit, die quasi hochzieht, ist so gering, dass eben die Steine nach oben auf den Stein, dass ich das in die Luft verflüchtigen kann. Und deswegen ist ja alles trocken. Wenn ich aber hier was hinstelle, zum Beispiel einen Plastikeimer oder eine Plastiktüte auf einer Stelle oder sowas, dann wird es darunter feucht. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach Fliesen draufklebe, dann wird es natürlich unter den Fliesen her, sammelt sich Feuchtigkeit an. So stört vielleicht ein Fliesenkleber oder sowas, oder schimmelt oder so, ich weiß es nicht. Mir ist es nicht wohl. Andere Variante wäre, wenn ich hier einfach ein PVC drauflegen würde oder Vinyl oder sowas, ist das gleiche Problem. Ne, es würde sich die Feuchtigkeit von unten hochziehen, unten drunter anstauen und eventuell Schimmel oder Ähnliches machen. Nicht gut. Ja, sprich, irgendwas hier drauflegen fällt flach. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man das? Korrekterweise würde man jetzt natürlich die Steine rausmachen, den Kies rausnehmen, den Bruchsteinboden rausnehmen, dann würde man wasserdichte Folie unten reinmachen, dann würde man Beton drauf machen, dass man schön eben einen Betonboden hat, ne, dass keine Feuchtigkeit von oben durch, von unten rauf kam, und dann würde man das fließen. Das wäre vermutlich die, sag ich mal, fachlich korrekte Variante, die man heutzutage üblicherweise so machen will. Aber zwei Dinge. Erstmal viel Aufwand, viel Geld, Beton, Boden bin ich eh kein Fan, Fußraum ist das auch nicht, und dann müsste ich den alten Stallboden hier rausreißen, was ich eigentlich irgendwie nicht möchte. Jetzt habe ich nachgedacht, und die Möglichkeit, die ich jetzt versuche, ist nicht ganz so üblich. Aber ich habe vor, Steine raus, Kies raus,
sodass ich quasi den Boden unten drunter den Stallboden habe. Und dann auf diesen Stallboden mache ich dann Holzlager, also Balken, die auf kleinen Stützen sind. Und diese Stützen werden mit Dachpappe nach unten abgedichtet, dass keine Feuchtigkeit hoch kann. Und auf diese Holzlager mache ich einen Holzboden. Jetzt denkt ihr natürlich, Moment mal, Holzboden im Bad. Ich weiß. Aber es ist eine Komplettzone Dusche, ne? Fertig, Dusche, komplett Dusche. Da kommt normalerweise kein Wasser raus. Das einzige Wasser, was rauskommt, ist man selber, wenn man aus der Dusche raussteigt. Muss man eben dann Handtuch auf den Boden legen. Auch sonst, soll ja eigentlich auf dem Bad egal so viel Wasser auf den Boden kommen. Und aus diesem Grund denke ich mir, Holzboden ist nicht ganz verkehrt. Und dadurch, dass der Holzboden dann in etwa so hoch über den Steinen ist, ist da, denke ich, auch mal genug Luft drunter, dass diese Feuchtigkeit, die eben durch die Steine hochzieht, verdampfen kann. Da ist auch ein bisschen Luftbewegung drunter, ich schließe das nicht komplett ab. Und das Holz an sich lässt ja auch die Feuchtigkeit nach oben steigen. Das heißt, ich denke mal, dass ich dadurch die Feuchtigkeit nach oben kommen lasse, ohne dass ich irgendwie mit einer Dampfsperre oder sonst irgendwas einbauen muss. Das ist zumindest mein Plan. Das ist in meinen Augen die einzige Alternative, die funktionieren könnte, zu einer Ausbuddeln, Folie rein und Beton drauf. Und wie gesagt, das fällt im Grunde weg, weil viel Aufwand, viel Geld und so weiter. Deswegen, ich hoffe mal, dass es klappt. Wir werden sehen. Aber so ist zumindest mein Plan. Und dann werde ich, um jetzt auch mal ein bisschen hier rüber zu gehen. Hier haben wir ja den Riss in dem Träger. Und ich habe mir gedacht, deswegen ist die Wand hier schräg. Weil nämlich, wenn ich hier die Wand hier schräg mache, kann ich tatsächlich genau hier an dieser Stelle eine Säule hochmauern, die genau hier über oder unter diesem Riss ist. Das heißt, ich baue hier, mache hier eine massive Säule, mauere ich hier hoch, aus so einem großen Betonstein oder sowas, wo dann das hier an diesem Riss hier aufliegt. Ich meine, ich habe keine Angst, dass das hier runterkracht. Nee, hier hat jemand den großen Stahlträger eingezogen, nachträglich, um das hier oben zu halten. Es macht hier keine Anstalten, dass es irgendwie runterkommt oder sowas. Aber es ist natürlich gerissen. Es ist die Frage, warum ist es gerade hier gerissen? Hier vorne hat es nochmal einen Riss. Dann ist das, weil das Haus sich auseinandergezogen hat, sind das Belastungen von oben. Ich habe keine Ahnung, warum so ein Stahlträger einfach reißt. Aber ich denke mal, wenn ich hier diese Rissstelle großflächig unterstütze, dann habe ich damit das Ganze abgefangen. Hoffe ich mal. Und hier mache ich dann eine Wand aus leichteren Steinen nach oben. Die kommt ungefähr hier weiter oben, hier in diese Richtung. Bisschen hinter dem Stahlträger kommt die nach oben dann. Und eben hier die Kante und hier vorne das Querteil, wo ich vorhin den Balken hingelegt habe. Das werde ich erstmal nur aus Holz, einen Holzrahmen machen. Eine Rahmenkonstruktion aus kleinen dünnen Bällchen und von innen mit Holz verkleiden. Warum? Ganz einfach ein Grund. Ich habe im Moment nicht so viele Steine hier da, um das hier komplett auszumauern. Und ich würde das gerne mit Steine machen, die gut isolieren. Also zum Beispiel Ytongsteine oder sowas. Und Ytongsteine sind natürlich von innen nicht sonderlich schön. Und auf Ytongsteine Kalkputz drauf machen ist sehr schwierig, weil die saugen das sofort auf und dann fällt er wieder weg. Und nachdem ich Betonputz definitiv nicht im Bad an der Wand haben möchte, habe ich mir gedacht, ich mache hier innen Holzverkleidung, ne, so mit so Nuten, Federbretter oder sowas. Dann mache ich außen in die Wand den Rahmen, mache ich dann später Ytongsteine rein und verkleide das dann von außen auch wieder zum Beispiel mit Holz oder so. So ist zumindest meine Überlegung. Ytongsteine haben halt den Vorteil, dass sie wahnsinnig wärmeisolierend sind. Mein Gedanke ist, oder mein Problem ist, es ist ja keine Heizung dahin. Ich kann hier keinen Ofen hinstellen und wir haben ja keine Zentralheizung. Das heißt, irgendwie muss ich die Wärme, die da hinten ist, drin behalten, dass es nicht so schnell auskühlt. Und die einzige Möglichkeit zu heizen ist hier mit dem elektrischen Heizer. Und das ist natürlich schweineteuer, deswegen, wenn ich da mal warm mache, dann soll es definitiv warm bleiben. Deswegen, mache ich jetzt hier vorne erstmal eine Rahmenkonstruktion aus Holz und später fülle ich die dann mit Ytongsteinen aus. So ist zumindest mein Plan. Meine Hoffnung ist, dass ich Ytongsteine kostenlos aus eBay-Kleinanzeigen kriege. Wir haben schon öfter welche geholt. Ich habe im Moment auch ein paar da, aber sind nicht genug, um das hier komplett auszukleiden. Immer mal wieder gibt es welche kostenlos und wenn man mal guckt, was so Ytongsteine kosten, die sind schon nicht ganz billig. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, was das kosten würde, wenn ich hier die Wand hier hochziehen würde mit ordentlich dicken Steinen. Aber ich denke mal, 50, 60 Euro ist mir schnell los. Und wenn man das irgendwie kostenlos bekommen kann, wäre auch nicht schlecht. Und wie gesagt, ich habe hier noch genug Steine rumliegen, um hinten die Wand hinten quer zu machen und hier so nach vorne. Und so ist der Plan. So ist der Plan. Und womit ich jetzt mal anfange, ist hier hinten das Fundament hier wegzumachen von dem Futterdruck. Das ist, denke ich, jetzt mal das Erste. Das Zweite, wenn ich das geschafft habe, ist, dass ich überall mal meinen losen Putz wegklopfe an der Wand und an der Decke. Und wenn ich das alles sauber gemacht habe, dann hole ich die Steine hier großflächig aus dem Boden raus. Da hinten, wo das Bad hinkommt. Ne? Also, hier nochmal runter. Ja, hier, dieser gesamte Bereich, mache ich dann die Bodensteine weg und den Kies raus. Und der nächste Schritt danach wäre dann die Säule hier hochmauern. Und wenn ich die Säule gemauert habe, dann die restliche Wand, die dann eben nicht tragenden relativ Leichtbausteine, ich habe hier diverse Leichtbausteine, aus Leichtbausteinen hochziehen würde.
Und ja, so machen wir das. We'll be right back.
So, ja, ruf eigentlich an, wo hör mal auf? Ich gehe einfach mal wieder 1, 2, 3, 4 Schritte nach vor bzw. zurück und ne, da mal so ein bisschen, es war jetzt eine ganze Menge Zeitrafferaufnahme. Und ja, ich versuche mal zu erklären, was wir jetzt hier gemacht haben. Und zwar haben wir hier ne, den Vorbau quasi weggemacht, wo der Futterdruck drauf war. Ich habe hier ne, da das Ganze bis nach unten so, dass halt schön eben ist und so. Hier haben wir ein Problem, da guckt so ein Stein aus der Wand raus und den kriege ich nicht so wirklich abgemacht. Deswegen, ne, ich habe so abgeschlagen, was ging und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den jetzt einfach so lasse. Und ne, die Dusche soll eben ein bisschen Abstand zur Wand und wenn jetzt hier noch ein bisschen Putz drauf kommt, passt das eigentlich. Wobei ne, so 1-2 cm in die Richtung wäre vielleicht noch nicht schlecht. So, wir haben hier dieses Fundament quasi betoniert. Na, ihr seht, das sind auch, oder habt ihr vielleicht zur Zeit drauf gesehen, sind ein paar Armierungseichenstücke drin. Keine Ahnung, ob es das braucht. Habe ich halt gerade rumliegen gehabt, habe ich sie reingemacht. Hier hinten habe ich schon mal ein bisschen Restbeton reingekippt, ne, dass wir das auch ein bisschen ausgeglichen kriegen, also dass wir dann die Mauer rübergehen. Ja, das Rohr haben wir weggemacht, ne, was hier rüber ging, weil das wäre ja genau da drunter. Hier dieser Stein, der ist quasi hier mein Lot, wo letzten Endes die Säule ungefähr hin muss. Ja, dann habe ich hier überall den losen Putz weggeschlagen. Und dann habe ich hier die Fugen, zumindest von dieser Wand hier mal neu verfugt, abgesehen von da oben, da ist noch das Rohr im Weg, da komme ich noch nicht so richtig dran. Diese Wand habe ich noch nicht gemacht, aber diese Wand hier, die ist jetzt komplett mal verfugt. Und ja, das ist jetzt so der aktuelle Stand. Wenn wir jetzt einen Schritt zurückdrehen, habe ich auch mal das Waschbecken hier ungefähr hingemacht. Natürlich kommt das höher hin, das ist nicht kein Kinderwaschbecken hier auf ne, dieser Höhe, sondern es kommt schon ein bisschen höher hin. Und ja, da wo die Dusche hinkommt und letzten Endes hier irgendwo, hier vorne entlang, kommt dann die Wand rüber, also im Grunde davon von dieser Kante aus so rüber. So wird das dann letzten Endes. Und ja, was ich jetzt im Moment mir am Überlegen bin, ist mit der Dusche. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, dass die ein bisschen weiter rüber kommt. Wenn wir jetzt hier so die Linie angucken, hier, wo es jetzt hier hochgeht, dann sehen wir, sind wir ungefähr hier an dieser Stelle. Und am Ursprung war der Plan, dass sie ein bisschen weiter rüber kommt. Ich bin jetzt mal im Überlegen, dass letzten Endes ist es mir frei, was ich mache. Ich kann hier hinten gucken, dass ich hier einen gewissen Abstand zu dieser Wand halte, dass da hier zum Beispiel 60 cm Platz dazwischen wird am Ende, dass hier noch eine Waschmaschine dahinter könnte oder so. Aber ich glaube, das ist mir jetzt weniger wichtig. Wichtiger ist hier, dass der Duschraum idealerweise gut gemacht ist. Und ja, ich habe mir das jetzt so gedacht, dass das Waschbecken hier, die Leitungen kommen alle neu, ne? Aber dass ich diese Leitung hier quasi einfach als Maß nehme, weil die ist da schon als Zentrum fürs Waschbecken. Das kommt jetzt dann tatsächlich noch ein kleines bisschen weiter rüber. So. Und ja, na, ihr seht das, das ist nicht irgendwie auf ein Blatt Papier geplant oder so, sondern das ist alles hier hingestellt, weil na, letzten Endes ist es ja eher so krumm, dass man es kaum vermessen und planen kann. Ja, na, das Wichtige ist halt noch von der Toilette hier, dass hier genug Abstand ist, dass man hier ohne Probleme auf die Toilette hocken kann, ohne dass man hier dagegen klopft oder na, so, hier, dass sich das Knie anhaut, wobei das Knie eher weniger, weil das ein bisschen höher kommt, aber man könnte zumindest sich hier anhauen, wenn man da dann versucht auf Toilette zu gehen, was ein bisschen doof wäre. Und überhaupt ne, soll halt das Platzempfinden hier nicht ganz so eingeengt sein. Ich hätte lieber ein Waschbecken gehabt, was ein kleines bisschen kleiner ist, aber ne, diese Waschbecken hier hat 18 Euro gekostet und ja, ein Waschbecken, was ein bisschen kleiner ist, kostet gleich 80 Euro. Und da habe ich mir dann doch gedacht, ich nehme lieber so ein Standardwaschbecken. Ja, wie gesagt, ich hätte lieber eins gehabt, was hier so ein bisschen tiefer, kleiner ist. Ich hätte auch lieber eins gehabt, was ein bisschen mehr ja, oval ist und nicht so ganz rund, aber es ist okay, es passt eigentlich ganz gut. Dann ist natürlich hier die Frage, na, hier haben wir jetzt zwischen dem Waschbecken und später der Dusche, kommt hier so die Duschwand, haben wir jetzt hier so ein bisschen ne, der Platz, wo ein Handtuch halt oder sowas hin könnte. Im Grunde braucht es jetzt den Platz. Na, im Grunde könnte ich jetzt hergehen und könnte dann so wie es ursprünglich, hoch, das wäre ich fast ins Loch gefallen, so wie es ursprünglich geplant war, na, hier wo diese Kante ist, im Grunde hätte hier eigentlich so die Dusche hin sollen. Also letzten Endes die Dusche jetzt hier noch ein paar Zentimeter darüber und diese Zentimeter hätte ich hier. Na, das, dann ist es halt die Dusche arg dicht am Waschbecken und das sieht dann so ein bisschen gezwungen aus. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass die Dusche ein kleines bisschen weiter rüberkommt, dann die Wand hier ein bisschen weiter raus. Und ja, sollte das ganz gut passen. Ich bin mir jetzt insgesamt noch nicht so ganz sicher. Eine Variante wäre natürlich, was ich auch machen könnte, was ich aber eigentlich nicht machen möchte, ist das Klo versetzen. Ich muss das eh hier unten. Ich habe festgestellt, dass das hier auf den ne, Steinen hier drauf geschraubt ist. Da ist kein Fundament oder sowas. Das heißt, ich muss hier eh noch ein Betonfundament oder sowas drunter machen oder irgendwie die Steine befestigen am Ende, dass das Klo mir hier nicht abhaut. Und hier auf dieser Seite hat es auch schon den Dübel aus der Wand rausgerissen, wo das festgeschraubt ist. Na, das ist hier so ein bisschen locker schon. Das heißt, ich könnte theoretisch auch das Klo ein bisschen in die Richtung versetzen. Allerdings muss ich dann das ganze Abwasserrohr natürlich kürzen und ändern und so. Und ich bin eigentlich ganz froh, das liegt hier eigentlich ganz gut. Und das ist immer ein Theater, so alte Abwasserrohr auseinander zu kriegen. Deswegen, ja, na, wenn ich das ein bisschen weiter vormachen würde, dann könnte ich theoretisch das Waschbecken ein bisschen weiter rüber machen. Hätte ich hier ein bisschen mehr Luft für die Dusche, könnte die Dusche weiter rüberholen. Aber letzten Endes ist die Frage halt, muss das wirklich sein? Im Grunde muss das nicht sein. Und wie gesagt, ich denke mal, wenn man jetzt hier so drauf hockt, ist im Grunde genug Platz, das Waschbecken kommt auch noch ein bisschen nach oben. Und ja, klar, dann ist das Waschbecken in gewisser Weise dicht nah.
am Klo, aber es ist ein kleines Bad, was will man erwarten? Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung dann. Ansonsten, wenn es mir zu sehr stört, kann ich immer irgendwann mal noch ein kleineres Waschbecken hinmachen. Es ist ja dann auch kein Problem. Ja, dann hier natürlich mit der Dusche. Wie gesagt, die kommt hier hin. Die Dusche ist so, dass quasi hier, von da bis da ungefähr ist der Eingang. Also das ist so eine Schiebetür, die man hier so in beide Richtungen aufschiebt. Und dann kann man hier so reinlaufen. Entsprechend, ihr seht das, hier hinten wird das relativ eng. Die Wand läuft dann quasi hier so an die Dusche dran. So. Und klar, hier hinten könnte jetzt keiner hier stehen, wo ich jetzt stehe. Nicht mehr, wenn die Dusche und die Wand da ist. Aber ja, hier vorne sollte genug Platz sein. Die Wand geht ja hier irgendwo hier rüber. Und dann sollte man hier ohne Probleme in die Dusche reingehen können. Und ja, auch hier am Waschbecken vorbei ist genug Platz. Und wenn man hier so mitten im Klo steht, ist auch genug Platz, mehr oder weniger. Wenn man hier sagt, okay, so dieser Platz hier so als Boden oder sowas. Es ist nicht so, dass man über die eigenen Füße stolpert, wenn man hier versucht, sich im Klo irgendwie reinzulaufen und, keine Ahnung, eine Umdrehung wieder rauszulaufen oder sowas. Also das sollte alles möglich sein. Und ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, es ist natürlich ein bisschen klein und beengt. Ne? Der Abstand von Waschbecken und Toilette ist nicht ideal. Es wäre ideal, wenn es ein bisschen weit auseinander wäre. Aber wie gesagt, mir lohnt sich, oder ich finde, der Aufwand, um das Ganze hier nochmal zu versetzen, lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und noch weiter rüberbringen kann ich es eigentlich auch nicht. Wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt hier die Dusche ein Stückchen weiter rüber getan habe, hätte ich theoretisch, könnte ich das Waschbecken auch noch weiter rüber tun. Aber dann ist das Waschbecken wieder so dicht an der Dusche, was ich nicht haben möchte. Von daher, ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Wenn es mir nachher wirklich stört hier, dass der Abstand hier noch so vergleichsweise gering ist. Ich weiß nicht, was, ob es einen Mindestabstand gibt oder so. Aber ich denke mal, das sind jetzt hier so, was sind das, 30 cm an der dichtesten Stelle. Ja, wenn es mich wirklich stört, dann kann ich immer noch ein kleineres Waschbecken hinmachen. Das ist dann jetzt auch kein Walduntergang. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja, doch. Denke mal, das passt. Und ich habe so für einen Moment, habe ich mir überlegt, so ein altes, so ein Blechwaschbecken, wo quasi hier direkt an der Wand ist und dann tatsächlich so ein Wasserhahn, der von oben runterkommt, anstatt so ein Wasserhahn, der auf dem Waschbecken drauf ist oder sowas. Wäre vielleicht ganz lustig, dann käme ich mir auch deutlich dichter dran und will so ein bisschen in den Stil hier reinpassen, aber nö. Nachdem ich das erstmal als Hauptbad nutze, denke ich mal, so ein richtig schönes, steinernes Waschbecken hat schon was. Ja, mal gucken. So, was ist jetzt der Plan? Wie geht es weiter? Erstens mal, ne, hier, was ich noch ganz kurz sagen wollte, die Wand hier, die ist jetzt mit NHL5 geputzt. Und ja, das hat überall super angezogen, auch hier unten, wo ich ja gedacht habe, das könnte vielleicht ein Problem werden, weil eventuell Feuchtigkeit ist und so. NHL5 ist wie Zement in dem Sinne, dass es unter Wasser anzieht. Das heißt, das ist alles fest. Und ja, laufen wir gerade hier rüber. Hier ist er, schön Otterbein, natürlich hydraulischer Kalk. War ein ganz schönes Theater, das Ding zu kriegen und ich traue mich fast nicht zu sagen. Das Ding ist mit der Post gekommen. Ja, wie gesagt, das ist hier überall, hieß es, hier gibt es nicht, haben wir nicht. Und letzten Endes haben wir dann über die Firma, müsste die Firma Otterbein dann gewesen sein, telefoniert gehabt nach Händlern hier in der Gegend, ne, die das dann auf Bestellung reinkriegen könnten und so. Und haben dann auch jemand gefunden. Aber ja, dann durch die ganze Corona-Geschichte und alles hat sich das jetzt wieder ein bisschen verzögert und so. Und war das nicht ganz so leicht. Dummerweise haben wir dann jetzt den Zettel verlegt, oben aufgeschrieben haben, bei welchem Händler das war. Und wir haben es vergessen. Und ja, nachdem es auch nicht so unbedingt die große Motivation da ist, den ganzen Telefondings, da hat man wirklich von einem Ding ins nächste telefoniert, damals, bis wir da angekommen sind, haben wir einfach gesagt, okay, gucken wir nach Alternativen. Und waren dann ganz erstaunt, es gibt einen Online-Baumarkt, der verschickt dann das Ding. Kostenloser Versand. Kostenloser Versand von Sack Zement. Na, Sack Zement ist ja nicht wirklich, aber von den Ausmaßen so im Grunde, jeder kann sich unter einem Sack Zement was vorstellen. Na gut, haben wir mal ausprobiert. Wie gesagt, mir tut der Postbote echt leid dafür. Aber letzten Endes kann ich jetzt auch nicht unbedingt was dafür, dass die von der DHL so schwere Pakete annehmen. Ich meine, es sind 25 Kilo und ich glaube, das Maximum, was man bei der DHL verschicken kann, sind sogar 30 Kilo. Das ist schon ganz schön heftig. Ja, naja, wie gesagt, ich habe schon öfter nicht ganz so leichte Pakete gehabt, aber so ein schweres habe ich noch nie gehabt. Und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen, aber... Das war eigentlich ganz praktisch. Ne? Ich bestelle das Ding und drei Tage später liegt es dann bei mir vor der Haustür, ein Zementsack. Ja, wie gesagt, ich habe ja wirklich mein alles Mögliche versucht, einige ganzen Baustoffhändler und Baumärkte hier in der Gegend. Und ja, die wollten das alle nicht. Und jetzt ist es einfach da, NHL5. Da hat es gekostet, inklusive Versand, glaube ich, 19 Euro oder sowas. Aber bedenkt, dass der normale Sackkalk auch 25 Kilo oder 7 auch ein Unterschied. Na, NHL5 ist die Dichte höher, der ist ein bisschen kleiner. Das sind beides 25 Kilo Säcke, beide Kalksäcke. Normaler Sack Kalk kostet, glaube ich, so 11 oder 12 Euro oder sowas, ohne Versand, ne? Also einfach so im Baumarkt. Von daher, denke ich mal, kann man echt nichts sagen. Also, wie gesagt, krasse, komische Welt. Ja, meine Mutter hat es auch gesagt. Schon eine interessante Zeit, in der wir leben, wenn man einfach so einen Sack Zement übers Internet bestellen kann. Gut, ja, jedenfalls damit
habe ich das jetzt gemacht und ja, damit werde ich dann auch hier die Wand von uns verputzen. Und mein Ziel ist es, ne, wenn man das hier jetzt hier so sieht, dann sieht man ja, dass es sehr uneben ist und so. Und stellt euch mal vor, ich möchte, dass ihr wirklich eine ebene, glatte Oberfläche kriegen oder halbwegs glatte Oberfläche legen. Da muss ich mindestens 2 oder 3 Schichten drauf machen. Da sind teilweise hier 3 oder 4 Zentimeter dick der Putz drauf. Und ja, das ist eine ganz schöne Menge, die dann da an die Wand müsste und das ist ein ganz schöner Aufwand. Und möchte ich nicht. Und deswegen haben wir gedacht, was ich eigentlich ganz schön finde, ist, dass ich hier versuchen möchte, diese Unebenheit beizubehalten. Das heißt, ich versuche überall ungefähr eine gleich dicke Schicht drauf zu machen und dadurch eben, ne, dadurch, dass halt hier verschiedene Backsteine weiter rausstehen wie andere, hat man dann halt diese Unebenheit drin. Und eigentlich gefällt mir das ganz gut, wenn man hier so ein verputzten Ding hat, wo es hier wirklich, ne, wo man die Konturen von den Steinen quasi noch so durchwellen sieht. Und ich finde auch, dass es hier in das Bad hier wunderschön sich einfügen wird dann mit dem Holzboden, weißer Wand, die so ein bisschen wellig ist und, ne, hier dem quasi Stallambiente von den Bögen hier, die werden natürlich auch noch mit Kalklette oder sowas wieder schön gemacht. Und ja, wir haben ja auch hier noch diesen Sandsteinklotz, den ich drinnen lasse, der gefällt mir eigentlich auch. Und hier unten diesen Sandsteinklotz, ne, den lasse ich auch einfach da, dann mache ich hier den Holzboden drumherum und den Putz auch drumherum und der bleibt dann hier. Ne, genauso mit diesen beiden Sandsteinklötzen, die hier rausgucken und mit dem hier, weil ich habe das schon mal gesagt, ne, die Dinge hier, die lassen sich nicht wirklich spalten. Ne, wenn ich da entlang gehe, das geht nicht. Ne, ich kann da reinbohren oder sowas, aber ich kann die Dinger nicht spalten. Das ist irgendwie so ein ganz komischer Sandstein, der lässt sich nicht spalten oder abspalten oder sowas, der splittert nicht. Und entsprechend kriege ich diese Dinge hier nicht schön abgeklopft. Und drum bleiben die und gucken da raus. Und ich finde das eigentlich dann hoffentlich am Ende, so wie ich es mir vorstelle, dass dann auch wirklich so aussieht, wie ich es mir vorstelle, eine ganz schöne Optik. Wie gesagt, so ein bisschen Stalloptik, ein bisschen rustikal oder sowas. Und ich finde, das passt dann. So ist jedenfalls mein Plan. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird mit der Wand verputzen. Weil mit diesen Unebenheiten, wenn ich das hier mit der großen, wie heißt das Ding, Kelle? Dem anderen Teil, womit man es abzieht, rübergehe, dann fülle ich ja trotzdem schon die Kanten aus. Im Grunde muss ich mit einer kleinen Kelle oder mit der kleinen Spachtel oder sowas hier die ganze Wand verputzen und dann nachher halt irgendwie mit einem Lappen oder sowas gerade ziehen. Müssen wir mal gucken. Oh weh. Ja, ich habe keine Lust. Aber das ist das allererstes auf der Liste, steht es hier. Ich möchte diese Säule endlich mal mauern und dafür habe ich mir jetzt hier besorgt Bitumenwand, besandet auf beiden Seiten. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, ich habe keine Ahnung, was ich mache, wenn das nicht offensichtlich ist. In diesem Fall aber ganz besonders, ich weiß es wirklich nicht, wie man sowas am besten macht. Da klebe ich jetzt die Bitumenbahn mit Bitumenkleber hier drauf auf meinen Betonsockel und mauer dann meinen Dings drauf. Oder wie macht man das? Oder legt man es einfach drauf? Was hier im Haus so verbaut ist, was ich so gefunden habe, und auch von so einem anderen Haus, habe ich jetzt nichts von geklebt gefunden. Deswegen, mein Gedanke ist, dass ich, ne, diese auf beiden Seiten besande, die Bitumenbahn, dass ich einfach hier Mörtel drauf mache, großflächig, schön flach, dann eine Bitumenbahn drauf. Und dann wieder Mörtel drauf und dann kommt der Stein drauf und dann wird die hoffentlich da so von dem Mörtel ein bisschen fest gemörtelt, weil die ja besandet ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt hier idealerweise im Boden rein verankern würde, ne, wo hier so Löcher durchbauen und dann da durch diese Dinge hier nochmal, dass es befestigt ist oder ob das dann wiederum eine Kältebrücke, nicht eine Kältebrücke, eine Feuchtigkeitsbrücke macht. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, da habe ich jetzt noch wirklich relativ wenig Erfahrung und keine Ahnung, aber letzten Endes ist es hier ein Bad im Stall, es kann nicht so viel schief gehen. Wir haben hier schon feuchte Wände, wenn hier ein bisschen Feuchtigkeit hochzieht, ich mache alles mit Kalk, ist alles halb so wild und ja, wenn es wirklich mal ein Problem wird, dann muss ich halt nochmal dran. Naja, ich würde mal sagen, ich muss die Kamera, ich muss mich dran gewöhnen, dass die Kamera wieder ein bisschen höher halt. Ich würde mal sagen, ich mache da jetzt mal wieder hier eine Kamera auf Stativ und wir machen das einfach mal. Dann machen wir hier die Säule hoch, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, die Säule hier rein zu mauern. Dann kommt man nämlich hier so langsam ein bisschen das Gefühl von einem Raum hier und dann kann ich auch diese Mauer hier vor uns machen. Muss ich mir jetzt nur noch anzeichnen, wo die Dusche jetzt ist, weil ich muss das Zeug jetzt wieder wegräumen hier. Und dann gucken wir mal. Ne? Hier vorne übrigens, habe ich glaube ich schon gesagt, weiß nicht, ob ich es gesagt habe, hier die Wand, die wird nicht gemauert, das wird einfach eine Holzwand. Weil ich habe nicht so viele Steine. Und ja, dann kann man das zur Not, könnte man das auch noch mal irgendwann nochmal weiter nach vorne setzen, wenn man doch ein größeres Bad braucht oder sowas. Machen wir mal. We'll be right back.
Tja, Leute, die liebe Säule. Ja, was soll ich sagen? Ich bin kein Maurermeister, das sieht man ganz offensichtlich. Ich würde mal sagen, lacht nicht zu doll. Ich habe da eine Wasserwaage, ne? Ich habe da eine Wasserwaage und das sah auch alles gar nicht so schlecht aus, aber irgendwie dann einen Schritt zurück und habe festgestellt, so ganz gefallen tut mir das jetzt nicht und habe dann noch versucht, ein bisschen wieder gerade zu kriegen, aber das ist immer schlimmer geworden und ja, das seht ihr, habe ich dann gedacht, okay, nee, ich mach's wieder runter und ja, habe sie nochmal auseinandergenommen, die Säule, habe dann hier quasi das Ganze nochmal neu aufgebaut. Dummerweise habe ich da irgendwie die Kamera nicht erwischt und ihr seht, die ist ein bisschen gerade als vorher. Sie sieht auf dem Video auch sehr krumm aus. Ich weiß auch nicht, warum die auf dem Video so krumm aussieht. Echt sieht sie nicht ganz so krumm aus. Ich habe auch mal die Wasserwaage an der Seite runter gehalten. Also die Seite, wo es ein bisschen ausbeult, das ist ein knapper Zentimeter ungefähr. Hält sich also ziemlich in Grenzen. Im Vergleich zu den umliegenden Wänden und so weiter bin ich da in sehr guter Gesellschaft. Aber ja, die Säule ist mir nicht ganz so gut gelungen. Ach ja. Aber wie gesagt, eine Mauern ist nicht so meins. Dafür ist die Wand, die ich da jetzt anfange, gar nicht so schlecht geworden. Das allerdings sehen wir dann im nächsten Video. Weil dieses Video ist lang genug geworden, nach 40 Minuten, das reicht auch. Ich würde mal sagen, ja, nächstes Video, Wand hochmauern. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.